die freundlichen Moleküle. Da wird getanzt, in Anführungsstrichen. Ich versuche zu zeigen, wie spannend die Duftchemie ist, wie diese Moleküle unser Leben sowieso täglich beeinflussen und wie wir lernen können, sozusagen das Beste aus diesen wunderbaren duftenden Molekülen für unser Leben rauszuholen und sie auch zu verstehen, die schwierigen Namen zu verstehen, die Geheimnisse hinter den Namen zu verstehen und welche Öle ich in welchen Fällen benutzen kann und welche Öle in manchen Fällen nicht so günstig sind. Den Umgang mit den Ölen, den Umgang mit den Molekülen und vor allen Dingen mein Ziel ist, glaube ich, am Ende des Kurses sollte jeder wissen, wo er oder sie in den Büchern nachschlagen kann, um das zu verstehen. Diesen Kurs gebe ich ja schon sehr, sehr lange. Den habe ich quasi übertragen von meiner Art, mit Molekülen, mit Chemie umzugehen. Ich habe Chemie nie verstanden. Ich war in der Schule sehr schlecht in Chemie. Und mein Mentor, der Professor Dr. Wabner, der hat mir das so also sehr, sehr klar und einfach erklärt. Und dann habe ich angefangen, das mit Legosteinen für mich selber nachzubauen. Und diese spielerische Annäherung an etwas eigentlich streng Wissenschaftliches, die fand ich für mich sehr überzeugend. Und in den ersten Kursen ist das total gut angekommen. Und so dachte ich, das kann ich doch anderen Menschen auch so beibringen. Und bei den allermeisten, würde ich mal sagen, kommt es auch gut an. Und die meisten verstehen dann auch, worum es geht und wissen dann, wo sie nachschlagen können. Meine Motivation ist die Übersetzung von komplizierten Studien in eine leichte alltägliche Sprache. Das heißt, dass Menschen dieses doch eher sehr Abstrakte aus der wissenschaftlichen Welt für ihr Leben, für ihren Beruf integrieren können. Und mir macht es unglaublich Spaß, Studien rauszusuchen, Studien zu verstehen. Ich verstehe sie nicht immer. Selbst wenn sie in deutscher Sprache sind, verstehe ich sie nicht immer. Ja, einfach rauszufinden, was wir machen, Hand und Fuß hat und das eben mit anderen Menschen zu teilen. Das ist meine Faszination an dieser Materie, anderen Menschen weiterzugeben. Sharing is caring, sagt man bei uns in Irland. Und ich möchte wirklich Sharing machen. Ich möchte, dass möglichst viele Menschen davon einfach wissen und dann für sich selber überzeugt sind und auch ihre Kollegen oder Chefs oder wen auch immer davon überzeugen können. Der Gewinn der Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Kurs Freundliche Moleküle ist tatsächlich so ein bisschen das Handwerkszeug zu erlernen. Wie verstehe ich überhaupt die Moleküle? Was steckt hinter komplizierten Namen wie N-Methylantranilat? Was habe ich davon, wenn ich das weiß? Ich habe davon, dass ich weiß, wie lange halten manche Öle, wann werden manche Öle hautreizend, für welche speziellen Patientengruppen benutze ich welche Öle. Das heißt, der Umgang, der praktische Umgang im Leben kriegt damit so ein bisschen Handwerkszeug, dass man einfach weiß, womit habe ich zu tun und ich muss nicht einfach nur Rezepte auswendig lernen oder irgendwelche Analysen oder was auswendig lernen, sondern ich hoffe auf alle Fälle, dass alle aus diesem Kurs mitnehmen, wie schlage ich nach, wo schlage ich nach, dass sie einfach die Chemie der Duftmoleküle besser verstehen, so quasi begreifen. Ich benutze gerne dieses Wort begreifen, dass man die freundlichen Moleküle wie freundliche Bausteine oder wie freundliche Blumen oder wie irgendwas benutzt, was einfach okay ist, was nicht wehtut. Wir sind alle chemiegeschädigt. Das heißt, dass dieser Respekt, dieser negative Respekt, diese Angst vor der Chemie so ein bisschen sich in Luft auflöst und sich in Freude umwandelt. Mensch, toll, das kann ich jetzt besser verstehen und das kann ich ganz toll für meine praktische Arbeit umsetzen. Hier wird gelernt, hier erfährt man sehr, sehr viel. Was wir immer wieder mitbekommen, ist, dass die Schüler, die hierher kommen und Schülerinnen, dass sie sagen, ich habe noch so viel mehr gelernt als das, was in dem einen Kurs gebucht war. Das ist auch mein Ansatz, den ich immer in den 30 Jahren Aromatherapie immer gerne gepflegt habe, dass ich die Menschen ganzheitlich betrachte und darum auch Tipps für Gesundheitsthemen oder Schönheitsthemen gebe, die nicht nur sozusagen an dem einen Kurs ausgeschrieben sind, sondern die mir dann einfallen oder die Fragen, die gestellt werden. Also diese Vermittlung von sehr anspruchsvollem Wissen mit sehr viel Professionalität, hier stimmt einfach alles. Es gibt gar nichts, was hier nicht stimmt.
Und gleichzeitig wird hier nicht so abstrahiert wie in manchen Orten, wo ich schon war, wo einfach nur die Flasche gesehen wird und die Flasche, was da drin ist, hilft gegen A oder gegen Y, was auch immer. Und die Pflanzen und das lebendige Wissen wird ein bisschen vernachlässigt, sondern hier ist es wirklich, das Wissen ist sehr ganzheitlich. Und für mich ganz persönlich ist es auch sehr, sehr angenehm, dass wir so persönliche Kontakte untereinander haben und dass wir auch oft zu Schülerinnen und Schülern, die hier waren, noch lange nach den Kursen Kontakte pflegen, dass wir uns, egal ob Facebook oder Instagram oder was auch immer, noch später austauschen. Die Leute freuen sich, dass sie mich und uns fragen dürfen und wir geben gerne Antworten. Das heißt, es ist ein sehr lebendiges Wissen, in einem Satz quasi gesagt. Es ist einfach lebendig und authentisch und trotzdem oder gerade deswegen professionell. Das gefällt mir.